Hast du dich schon mal mit der Frage beschäftigt, was das Internet überhaupt ist? Also nicht die Art und Weise, wie wir es kennen, das wissen wir ja alle. Außer Oma vielleicht, die weiß das vielleicht nicht. Aber was genau, wie genau funktioniert das und was genau ist das Internet? Und wo ist das Internet? Ich habe mich jetzt seit kurzem damit beschäftigt und festgestellt, das Internet ist etwas Reales, was man anfassen kann. Das sind riesengroße Server, die in Rechenzentren stehen und die müssen natürlich mit Strom betrieben werden. Und je mehr wir Daten aus dem Internet abrufen, also vor allen Dingen streamen, also Videos und Filme und Serien und Musik, desto mehr Strom verbrauchen die, aber die verbrauchen auch Strom, während das ganze Zeugs, diese ganzen Daten, die einmal hochgeladen wurden, dort lagern in diesen Servern. Und deswegen wollte ich euch so ein bisschen dazu anregen, euch da mal zu informieren, was das Internet wirklich ist. Und ich habe euch ein paar Links in die Infobox gepackt, bei denen ihr einfach mal so euer Weltbild ein bisschen erweitern könnt, falls ich nicht der einzige blöde Mensch bin auf dieser Welt, der nicht weiß, was das Internet ist. Ich gehe davon ganz, ganz stark aus, dass ganz viele das nicht wissen. Genau, und im gleichen Zug habe ich entschieden, dass ich Videos, die ich vor Jahren gedreht habe, die sich mittlerweile nur noch sehr wenige Menschen anschauen, pro Monat vielleicht nur noch so, keine Ahnung, 80 Menschen oder so, weil die Anfang 2014 gedreht wurden und niemand sich mehr dafür interessiert, was ich da gegessen, getan oder welche Meinung ich da hatte. Ja, es macht einfach gar keinen Sinn, dass für diese geringe Anzahl an Aufrufen, dass diese Daten noch irgendwo gespeichert werden. So, das ist dann mein kleiner Teil, den ich dazu beitragen kann. Dein kleiner Teil wird höchstwahrscheinlich sein, dass du nicht unbewusst Serien schaust, binge-watcht und nach 3 Stunden dich fragst, was habe ich eigentlich die ganzen letzten 3 Stunden gemacht, das hat sich gar nicht so richtig gelohnt. Oder ständig nebenbei irgendwas laufen lässt, ohne hinzugucken. Dich damit ablenkst, wie auch immer, weil es verbraucht tatsächlich Strom, ist nicht gut für die Umwelt. Genau, und auch einfach mal, ich weiß, das ist nicht ein Riesenanteil, aber trotzdem, es tut auch selber für einen selbst gut, finde ich, einfach mal Dinge aufräumst, also Online-Speicher, die du irgendwo hast, komplett durchgehst und Sachen rausschmeißt, die du nicht mehr brauchst oder seit Jahren nicht mehr angeguckt hast, E-Mails löscht, einfach ein bisschen bewusster in deinem Internetkonsum wirst, gerade was eben die Streaming-Dienste angeht. Und ja, das war schon alles, was ich in diesem Video sagen wollte. So, für dieses Video habe ich, um ein bisschen transparent zu sein, garantiert 30 Anläufe gebraucht, weil mir irgendwas immer wieder nicht gefallen hat und ich mich optisch gerade überhaupt nicht mag. Was einfach daran liegt, dass ich super wenig geschlafen habe und dementsprechend emotional sehr instabil bin. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mir wünsche ich gleich guten, qualitativ hochwertigen Schlaf. Und ja, uns allen eine gute Zukunft.